Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2. Ja, wir befinden uns heute in Potsdam und fahren entsprechend vom Potsdam Hauptbahnhof nach Ferch. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zusätzlich heute den James. Hallihallo, hallöle. Hallo. Ja, hallo. Der James begleitet uns heute auf unserer Linie. Ja, oh. Wen färchst du denn jetzt gleich ein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sollte mach doch mal die Scheibenwischer. Ja, ich hab die Tasten neu belegt. Ich hab gedacht, ich mach Licht an. Carsten hat die Tasten neu belegt und drückt jetzt immer den falschen Knopf. Ja, so wie ich jetzt gerade den Motor Morphe-like anmachen wollte. Funktioniert bei dem Bus nicht. Funktioniert bei dem Bus nicht, ne? Ist mir gerade so auch aufgefallen. So blöd, ne? Ja, ist blöd, ne? Dass mir das jetzt so aufgefallen ist. Dass dir das aufgefallen ist, ist ja gut. Achso, man sollte auch den Track IR drauf machen. Ja, das hilft. Bevor ich schlecht wird, werde ich das nochmal eben kurz in die Außenansicht. Ihr merkt, der Carsten ist heute voll bei der Sache. Ich bin voll gut vorbereitet, guck. So. Ja. Voll bei der Sache bist du heute. So, und der Bus ist kaputt. Wo ist denn der Bus kaputt? Was hat er denn? Weiß nicht, da steht. Kannst du durchschalten? Dann sollte er es eigentlich anzeigen. Störung Außenbeleuchtung. Hä? Vielleicht ein Blinker kaputt. Passiert schon mal. Ja, oder irgendein Licht wird kaputt gegangen sein. Passiert manchmal. So random. Echt? Ja. Naja, der Bus ist ja auch alt, ne? Bremslicht. Naja, wurscht. Funktioniert. Ja. Test bestanden. Irgendwas in der Außenbeleuchtung wird kaputt sein. Vielleicht ist auch nur das Fernlicht oder eine Nebelschussleuchte oder ein Nebellicht durchgebrannt. Hallo, fahren. Auch ohne Druckluft, bitte. bitte. Das kann er, tut er aber nicht gern. Ja, aber ich möchte das jetzt gerne. Guck mal. Hier ist Stau. Ja. Gott aber Glück. Normalerweise kannst du dich in der Ecke manchmal verewigen. Ich hab Glück. Guck. Ich hab alles richtig gemacht. Ah, herrlich. Ja, oder Glück gehabt halt. Meinst du, oder ich hab Glück gehabt nur? Alter, was sind denn da hinten so viele Leute unterwegs? Guck dir das mal an. Siehst du das? Ja, die wollen alle weg. Ey, Junge. Da ist ja der Burner. Ja, die FPS-Rate ist ja auch am Hauptbahnhof sehr semi. Super. Würde ich mal behaupten. Ich hat letztens einer gefragt, warum es bei mir in den Videos so laggt, aber bei Josh nicht. Ja, und was gut. Hast du geantwortet? Runtergebrochen habe ich es auf die Aussage, ich bin halt nicht Josh. Ja. Guten Tag. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte. Nee, das war die falsche, da. Also die Grundaussage war eigentlich, ich habe ein anderes System, ich habe andere Einstellungen. Schön, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Oh, das sieht ja schon gut aus hier. 2,70. Ich glaube, sie haben mir zu viel gegeben. Ja, du kriegst das auch nicht alles. Das sind aber Europreise, ne? Kann das sein? Ja. Ein Pass. Ach, das ist Euro. Dankeschön. Bitte, junge Frau. Sehr gerne. Wann müssen wir denn los? 1-2 Minuten. Dann, wir wollen noch mal, was war das denn? 47, ne? Hatte ich gesagt, ne? Was in 2 Minuten. 2 Minuten, ja. Das heißt ja nichts. Guck mal hier, Fahrplan. 47, guck. Ich hatte recht. Hihihihihi. So. Machen wir 6. Oh, guck mal da, Busse. Ah, ganz viele Busse da, guck mal hier. Alter. Das spielt deine SSD gerade ihren Vorteil aus, weil die sind instant erschienen. Das
geil, ne? Ich hätte erstmal gesessen. Loading AI. Ja. Ja, das ist schon echt eine feine Sache. Also wenn es ums Nachladen geht, auf jeden Fall. So, hinten haben wir schon mal zu. Darf hier keiner hinten einsteigen. Doch, in dem Bus können die das. Ja, das soll aber jetzt nicht. Ich will kontrollieren, wer da so einsteigt. Ich glaube, die Schilder sind spiegelverkehrt. Ja, ist ein bisschen. Ja, ein bisschen spiegelverkehrt. Egal. Kann mal passieren, ne? Ach, guck mal, wir haben ja sogar eine Busampel. Mhm. Muss ich da vorfahren, damit ich Kontakt bekomme? Weiß ich gar nicht. Ein A. Das heißt aber nichts. Doch, guck mal, da. Ja, aber das muss lange nicht überall funktionieren. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Oh, hier hat es diesmal echt funktioniert. Da fehlt dir. Ach nee, das hat die Karte. Das hat die Karte? Ja. Achso, ist grün übrigens. Es war grün. Ist so eine Eigenart der Karte irgendwie. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ich bin das eine Mal, wo ich die mal gefahren bin, in die andere Richtung gefahren. Ja. Jetzt fahren wir mal in die Richtung, ist auch schön. Die engen Straßen. Aber ich glaube, ich muss mal eben den Tracker irgendwie nochmal. Nee, warte mal. So. Ja, okay. Ja, jetzt kann ich auch schöner in den Spiegel gucken. Ah, ein schwebendes Schild. Guck an. Ja. Hm. Ne? Ja. Ja, wir haben Herbst übrigens gerade. Weil es beiden zu warm ist. Ja, das ist viel zu warm. Deswegen wollten wir jetzt mal wenigstens im Omsi ein bisschen kühler haben. November. Eigentlich ist ja schon fast Winter, ne? Oder wann ist Winteranfang? Meteorologisch oder nach dem Kalender? Kalendarisch, meteorologisch. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Scheiße, ey. Guck mal, wir sind 2 Minuten zu. Nächste Haltestelle Potsdam. Ich beschäftige mich damit nicht, wenn der Winter anfängt. Ich lebe immer noch in der Hoffnung, dass es nie passiert, aber dann kommt er doch irgendwann. Hä? Ach, du hast das umgedreht? Das umgedreht, ja. Ja, okay. Hat aber irgendwie die hier nicht gemacht, die Weiterschaltung. Naja. Ja, die erste Haltestelle funktioniert auf manchen Karten nicht, die muss man selber machen. Woran liegt das? Hast du schon eine Analyse gemacht? Nein. Ich weiß nur, dass es auf einigen Karten so ist, auf anderen wiederum nicht. Also muss es irgendwas im Fahrplan sein. Okay. Kraftstoffvorrat ist zu gering. Das ist auch eine geile Ecke hier, ey. Ja. Ganz schön da. Ja, schön. Hier kann man schön wohnen, ne? Finde ich. Ja. Hier so in der Nebenstraße, schön ruhig. Oh. Aber andererseits ist die Stadt in einem Bundesland, in dem ich nicht leben möchte. Ach, echt nicht? Verstehe ich gar nicht. Also ich bin froh, dass ich in NRW wohne, ne? Bin ich echt. Ich auch. Das beste Bundesland der Republik. Ja, ever. Das Herz der Republik. Und der Motor der Republik. Und der Motor, genau. Mhm. Und überhaupt, sowieso das Allerbeste. Und das Bevölkerungsstärkste. Und ja, das da auch, ja. Noch so viele Gründe, warum NRW voll ist. Du schleppst da einen mit. Wo kommt denn der jetzt her? Weiß ich nicht. Ach so, ich hätte da gar nicht links stehen dürfen, wegen dem Faden. Ah, okay. Naja, gut. Dann nimm halt mit. Nimm ich halt mit. Jetzt habe ich ihn abgeschliffen da und hängt da halt vor dem scheiß LKW. herrlich. Ja, komm, dann wollen jetzt wieder alle aussteigen. Ja. Die Schnüffelstücke. War eine kurze Fahrt, aber ja. Der nächste Bus kommt bestimmt. Hallo.
Na? Da will noch einer aussteigen. Guck mal. Ja, haben die so alle rausgeschafft. Die alte ist doch gerade erst eingestiegen. Ja, ich lasse ja immer nicht, also ich lasse ja selten alle raus, ne? Ich weiß. Ich verteile die immer gerne auf die Haltestellen. Ich weiß. Nächste Haltestelle Potsdam, Alte Ton. Was, Alte Ton? Alte? Alter Tonnoff. Mhm. Was? Die Haltestelle heißt Alter Tonnoff. Okay. Und die hat gesagt, Alte Ton. Die Ansagensprecherin. Alte Ton. Hm. Kann man machen. Ja, ist halt Lingua-Tech, ne? Mhm. Tja, kann man machen, muss man aber nicht. Ah, guck mal, da wird nochmal geladen. Mhm. Ja, das ist normal auf der Karte. Ist so eine Eigenart. Ja, ey, was stimmt doch hier mit meiner Position nicht, oder? Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke? Dankeschön. Einmal normal, bitte. Ach, guck mal, so geht das auch. Kann ich das so hier irgendwie das quittieren, da den Scheiß? Ja. Nochmal. Ah, danke. So. Dachte schon, der wäre mir jetzt auch schon reingefahren. Bei nicht ganz. Ne, nicht ganz, ne? Um die KI weiß man nie, ey. Finde ich ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, man kann sich schon einigermaßen einschätzen. Ja, das schon. Ich meine, gut, manche Sachen liegen ja auch daran, wie die Pfade so verlegt sind, ne? Ja, eben. So wie jetzt gerade. Ich habe gedacht, ja gut, ist eine Einbahnstraße. Stelle ich mich trotzdem halt rechts hin, weil geradeaus und rechts, genau, ist halt rechts. Mhm. Und links ist halt, oh, das ist aber echt extrem, wa? Ja, das passiert bei jedem Karrewechsel. Cool. Weißt aber auch kein Schwein warum, oder? Doch, da ist irgendwas beim nachträglichen Kamera entfernen schief gegangen. Also irgendwie habe ich heute ein Problem mit der Sicht, habe ich das Gefühl. Komisch. Ich habe ewig gedacht, ich habe ein Problem mit den Pedalen. Und? Hast du aber irgendwie gar nicht. Anders. Scheinbar nicht. Boah, das ist cool, immer dieses Zwischenladen. Mhm. Gut, dass man das nicht im Video sieht. Bei mir wird man es sehen. Ja, bei mir nicht. Bei mir nicht. Wie schnell war hier eigentlich? 50? Ja, anscheinend mehr. Hm. Wenn hier 70 ist. Naja, egal. Aber hier ist schöner See, ne? Können wir eigentlich jetzt planschen gehen? Ja. Finde ich. Boah, das ist so geil. Jetzt weiß ich auch, warum ich die nicht mehr gefahren bin, glaube ich. Ja. Ah, wie schön. Nein, aber ich meine, so ist sie ja echt schön gestaltet. Das muss man ja sagen. Die war halt nur scheiße eng. Und genau, dieses Zwischenladen, das ist halt auch etwas nervig. Aber sonst? Sonst geht's, ja. So, da stehen aber auch irgendwann noch so diese Mega-Kollisionslaternen relativ nah an der Straße. Das ist auch mal nervig. Die Mega... Ach, die wollen gar nicht. Der fährt ja auch gut. Ja, ich fahr gut. Genau, hast du richtig erkannt, Kind. Warum fahren sie so schlecht? Oh. Ja, und dann habe ich jetzt das Haltestellenschild. Naja, egal. Will jemand raus? Nein. Habe ich jetzt auch umgewemst. Gut, kann mal passieren, ne? Finde ich. Oder? Ja. Ich finde, da kann man mal drüber hinwegsehen. Absolut. Ja, absolut. Definitiv. Ja, ich habe ja jetzt mal geguckt nochmal bei Aerosoft, wann denn so London so erscheinen wird und Luzern. Nächsten Monat. Ja, Luzern nächsten Monat, ja. Aber London steht da, glaube ich, sogar schon für Oktober drin. Echt, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war es noch Ende Juli. Mhm. Aber hat sich einiges getan auf der Karte. Ja, also die Bilder sahen jetzt nicht schlecht aus.
Also. Ich wollte nämlich sagen, ich erinnere mich noch an den Carsten, der irgendwann mal sagte, das sieht alles so mies aus. Ja, sah es auch, aber die neuen Bilder auch von den Bussen her und so, also die sehen jetzt nicht mehr so Mickey Mouse mäßig aus, finde ich. Ja, die kommen jetzt von da drüben. Mhm. Ja. Machen sie gut, ja. Hallo. Hallo. Ganz schön gefährlich, aber man kann auch Hallo sagen, wenn ich schon auf euch warte, ihr kleinen Potsdamer. Oder Havelländer oder was auch immer ihr seid. Ach, guck mal, hier fehlt die Haltestelle im Ibis. Ja. Ja. Passiert. Ja, Hammer. Ja, ist aber echt schon lange. Also, es sind schon sehr weit verschoben, ne? Muss man ja schon sagen. Also, beide. Add-ons, ne? Wenn ich überlege, die ja, wollen. Ja, aber mir ist es lieber, es wird verschoben. Und es funktioniert. Als die allseits beliebte Fertigstellung beim Endverbraucher. Ja, gut, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wann war das erste Mal, glaube ich? November letzten Jahres, ne? Ja. Meine ich. Ja. Also. Nein, aber ich habe zum Beispiel auch Videos von diesem Notruf 112 Simulator gesehen und als ich das gesehen habe, habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, in welchem Zustand die das Spiel released haben. Also da habe ich mir gedacht, Leute, ja. Macht doch sowas nicht. Ja, es war auch von denen vorher schon angekündigt, dass es entsprechend, warum kann ich denn da so schlecht hingucken? So unfertig rauskommt. Fand ich auch sehr interessant. Ja, wenn man das so weiß, macht man das so noch erst recht nicht. Tja. Aber es ist auch schön, so viele Beta-Tester zu haben, die auch noch für den Beta-Test bezahlen. Also. Ja. Ne? Toll. Ja, also für die ist das toll. Meinst du nicht? Also ist ja. Testen. Tester, die bezahlen. Das ist auch. Nächste doch super. Haltestelle, Kapitel-Schumann-Straße. Ich bin begeistert. Ja, herrlich. Also hier zum Beispiel finde ich echt ganz schön gemacht. Ne? Ja. Ist halt nur alles. Kann man sich schon angucken. Alles scheiße eng. Aber auch das geht. Kaputt, Schumannstraße. Der will auch nicht mitfahren. Schumannstraße ist kaputt. Warum fahre ich eigentlich mit dem Gelenkbus, ey? Ja, nimm mir die Vorfahrt, du Kackvogel. Aber weit genug weg? Nein. Doch. Ich habe gebremst. Hätte ich nicht gebremst, wäre was passiert. Damit hat er mir die Vorfahrt genommen. Nein, hat er nicht. Doch, hat er wohl. Nein, hat er nicht. Doch, hat er wohl. Ich wollte Leute einsteigen. Hat er wohl. Jupp. Hallo, guten Tag. Er hat wieder gar nichts gesagt. Boah, ey, manche Leute, ne, sind sowas von unverschämt. Finde ich frech. Ja. Geht doch nicht sowas, oder? Man muss doch höflich den Busfahrer grüßen. Nein, muss man nicht. Doch, ich sag auch mal guten Tag. Ich bin nicht. Carsten. Haltestelle, danke fürs Fahren. Der Busfahrer denkt sich, Gott, was ist das für eine? Meinst du? Also, dem Busfahrer vorstellen würde ich mich nicht. Nicht? Nee. Ich sag guten Tag. Ich wohne hier in Velbert. Hallihallo, Hallöle. Guck mal, Solaris. Mit einer Dienstfahrt. Du hältst gern so ein Kurzdings. Genau. Einmal nach Hause bitte. Also für 2,70 bitte. Nee, das sagt der Julian immer. Ja, das sagt der Julian immer. Hallo, Fahrkarte. Carsten sagt immer, ich hätte gern einmal so ein Kurzdings. Also so eine Fahrkarte, mit der man nur so ganz kurz fahren kann. Genau. Aber ich glaube, den Spruch lasse ich auch drin. Ich finde den ganz witzig. Der ist auch nicht zu aufdringlich. Wahr. Das ist wahr. Ja, ne? Ist wahr ist das. Ja. Das ist die Realität. Oh, da kommt einer.
Realität, auch das noch. Also die Leute, um sie nicht mit der Realität in. Nächste Haltestelle, kaputt Kirscheimer. Nicht? Nein. Doch. Der Kirscheimer? Ach ne, Kirschanger. Okay. Das ist geil, ey. Die Tuller, die redet einen Scheiß. Das hört er sich an wie Kirscheimer. Ja, die Lingua-Tech ist halt undeutlich. Ja. Was will man machen? Die Lingua-Tech ist ganz schön undeutlich, oder? Ja. Da kommt dann Kirscheimer. Ich bin's. Ja, musst du durch. Meintest du die Laternen hier? Nee. Nee? Okay. Das sind so kleine dunkelgraue. Nächste Haltestelle, mit Lampe rechts und links vom Mast. Kleine dunkelgraue mit Lampe rechts und links. Werde ich ja Lampe. Ja, will ich gleich sehen. Ne? Ja, genau. Siehst du gleich. Sind wir schon da? Wir wollen irgendwie alle aussteigen, aber nicht mal einsteigen. Ne? Ja, der Türflügel ist ja auch geil, ne? Wenn er. Siehst ja gar nicht, ob die Leute alle schon ausgestiegen sind. Die hängt voll vorm Spiegel, wenn die auf ist. Ja. Blöd, ne? Hm. Bin ja ein bisschen ich habe gerade noch gesagt, bin ja ein bisschen vorsichtiger, aber ja, da war das parkende Auto. Hab ich dann doch erwähnt. Manu, das ist doch voll blöd. Ja. Kann passieren. Potsdam werde ich auch nicht mehr fahren. Nee. Der Carsten beleidigt. Bin ich jetzt beleidigt, echt. So ein blödes Ding in der. Achso, hier ist eine Haltestelle. Oh. Ja. Findet Papi nicht schön. Sowas. Ist der jetzt eigentlich komplett leer? Ne. Waren ja wieder nur so ein paar Fuzzis, die sich beschwert haben. Hm. Oh, ein Ladebildschirm. Hm? Kurzer Ladebildschirm, Anna. Hm. Ganz kurz. Aber dann kann ich ja jetzt auch weiterfahren wie. Senkte Sau, ne, oder? Zwei Unfälle hatte ich schon. Man will das ja ordentlich machen. Ja, gut. Man möchte das ja ordentlich machen, das stimmt. Manchmal. Ja, ist zumindest immer so mein Bestreben. Ich will das dann immer ordentlich machen. Komisch. Das Bestreben habe ich aber auch immer. Huch. Funktioniert nur nicht immer. Das ist eine andere Sache. Och, nö. Kaputt Bahnhof. Da steht aber kaputt Feldstraße. Aha. Ja. Nächste Haltestelle, kaputt Bahnhof, Spielzeug. Die sagt auch Hallo. Kaputt. Einmal normal, bitte. Das ist so geil, ey. Danke. Bitte, du kleiner Scheißer. Halt kaputt, ne? Ist halt kaputt. Wo müssen wir nochmal hin? Ach ja, Fersch, ja. Nach Fersch. Ja, nach Fersch. Ja, dann fahren wir auch nach Fersch, ne? Wenn wir da hin müssen. Ja, wenn der Fahrplan dir das sagt. Ja, dann sollten wir da auch hinfahren. Warte, ich muss nach rechts, muss ich aber echt meinen Kopf ganz schön drehen. Hm. Du hältst an, danke. Du auch. Du hältst an! Oh. Alter Schwede, ey. Hm, das ist auch schön. Ja. Wenn man so im Anhalten ist und dann so ein Ladebildschirm kommt, das ist. Toll, ne? Ja, ist toll. Find schon.
das macht es spannend, weißt du? Mhm. Wird er noch rechtzeitig zum Stehen kommen? Ja, genau. Ninne, ninne, ninne. Das und mehr sehen Sie nach der Werbung. Nach dem Ladebildschirm. Ah. Ich glaube, ich nenne das Let's Play irgendwie Ladebildschirm. Ladebildschirm, genau. Irgendwie so. Oder ein Ladebildschirm kommt selten allein oder so. Mhm. Ne? Täglich grüßt der täglich grüßt der Ladebildschirm. Ja, oder so. Das ging ja auch noch, ja. Ah, herrlich. Oh Mann. Ja, ist schon echt faszinierend. Wie hörst du? Am Anfang habe ich echt Angst gehabt, dass mir da jetzt wieder was rauslädt. Hier eine Kachel. Boah, Alter, was ist hier mit der... Muss man da einen Schlüssel reinstecken und rumdrehen? Und, ah. Hier ist eine Baustellenlampe. Die sind immer lange rot, du kennst das doch. Ja, ja. Aber so... War schon ganz schön lang, finde ich. Jetzt kommen, glaube ich, noch engere Stellen. Ne? Ich glaube, die Kurven hier, die sind... recht eng gewesen. Ihr, was war da? Ich glaube, gerade der Anfang, der war sehr knifflig. Geht? Hier ist der Wendeplatz, guck mal. Ja, wenn du nach kaputt fährst. Mhm. Dann nach kaputt. Nach kaputt. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Komm ja nicht von da. Ich auch nicht. Oh, das ist auch geil. Hm. War da jetzt was? Nee, ne? Ne, da kommt nichts. Mach's wie ich, einfach nach Gehör fahren. Wenn's kracht, ist noch ein Meter. Ja, aber wir wollten ja ordentlich weiterfahren, weißt du? Ja, aber wenn ich nichts sehe, dann muss ich nach Gehör fahren. Nächste Haltestelle. Das stimmt. Ja, jetzt hat er, ist er wieder irgendwie. Nächste Haltestelle, so. Kaputtflottstelle. Kaputt Flottstelle. Mhm. Die flotte Stelle. Muss ich mal ganz flott machen. Ja, flott, flott. Oh, direkt zweimal hintereinander. Okay. Ja, da hast du die eine Karre wahrscheinlich nur touchiert. Das kann sein, ja, das stimmt. Sind wir nur über die Spitze gefahren, weißt du? Ja, ja, weil ich glaube, du fährst eigentlich tendenziell die ganze Karte irgendwie so diagonal. Ah, okay. Mhm, ja, das ist die nächste, okay. Guck mal, will sogar jemand... Nein, da will keiner einsteigen. Der steht da nur blöd rum. Ja, dann soll er da rumstehen, ne? So. Dann lassen wir ihn da stehen, stellen wir noch schnell Regen ein. Ich bin Arsch, ne? Warum willst du ihn im Regen stehen lassen? Ja, dann lass ich ihn im Regen stehen, genau. Ist nicht nett, ne, oder? Nee. Nee, ich weiß. Macht man auch nicht sowas, finde ich. Der arme Mahatma. Ja. Ja, der ist auch Regen nicht gewohnt, ne? Nee, eben. Hm. Nächste Haltestelle, Verchzeltplatz, Flottstelle. Zerch, Flat, wie heißt das nochmal? Also, Zerch. Zeltplatz. Zeltplatz, Flottstelle. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie rein. Guten Tag. Ja, hallo. Kommt drin, Jungs, Mädels. Da rein können wir rausgucken. Genau. Ah, jetzt langsam wird es voller im Bus. Man hört die Leute reden. Ah. Ja. Lästern gerade über die Arbeitskollegen. Achso. Hm. Ja, ist echt schon schlimm geworden, finde ich. Mit diesen Lästereien immer im Bus. Also als Busfahrer kriegt man ja echt jede Menge mit. Ja. Das ist schon nicht so schön. Och, wenn man ein neugieriger Mensch ist. Ja gut, das stimmt.
Oh. Warum wäre ich so müde, sag mal? Alter Schwede. Oh, die Bäume, die stehen aber auch ganz schön. Kritisch. Die Bäume haben ja keine Kollision. Ja, trotzdem stehen die gefährlich da. Ach. So. Ach, guck mal, hier ist so ein Kanal. Das ist auch schön gemacht, finde ich. Ja. Willkommen in Scherz. Dann sind wir ja gleich schon da. Ja. Strandbad. Also irgendwie... Nächste Haltestelle. Stellt ihr die Dinger nicht mehr vor. Die Haltestellen ansagen. Das ist komisch, ne? Ist seltsam, ja. Das ist echt seltsam, oder? Finde ich auch nicht nett von dem Gerät. Nee. Nächste Haltestelle Ferch. Ja, ist Ferch, ist das. Ja, Ferch. Ach, jetzt hat er es gemacht, weißt du? Oh. Da habe ich schon vorgestellt, Drecksack. So. Guck mal, da sind diese Laternen, die ich meinte. Ach, die! Ja, die! Die ist super schön. Ja, mit der tollen Kollision. Ja gut, die Kollision... Weiß ich nicht, ich stelle die ja normalerweise immer nur auf Plätze. Ja, ich hatte einen Unfall. Du mich auch, ey. Aber hier ist schön gemacht, finde ich. Aber auch scheiße eng, ne? Das ist natürlich hier... Ich glaube, hier waren die Stellen, wo ich mich so tierisch aufgeregt habe. Ja, wegen der Laternen. Du? Ach, das... okay. Ja, ich glaube auch wegen dem Gegenverkehr und so. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lassen ja, mich raus. Ja, da habe ich auch eine mitgenommen, glaube ich, gerade. Ja. Haben wieder gemeckert. Die kleinen Meckerli... Ah! Okay. Da war jetzt die Kollision. Da war sie, die Laterne. Da war sie, die Laterne, die kleine Scheißerin. Naja, ich fahre jetzt halt ohne alles weiter. Wir sind ja jetzt da. Ich kann's reparieren. Ah! Okay. Hab ich ausgeschaltet, das mit der Zeit. Das ist schön. Achso, muss ich auch. Ich kann nämlich keine Türen mehr aufmachen. Ja. Ja, das sollte man das tatsächlich... eine Kurzstrecke bitte. Ja, eine Kurzstrecke. Kriegst du aber nicht. So, hier, eine Kurzstrecke. Danke. Bitte. Einmal normal, bitte. Bitte. Du Scheißer. Da. Aha. Das ist auch geil. Boah, der rast aber, du. Alter Schwede. Und hier ist 50. Ja. Nächste Haltestelle. Das ist doch ganz schön eng, ne? Darum wird er 50 sein. Ja, ich hätte aber ja 30 gemacht. Bin ja so ein Schisser. Weißt du? Ja, aber mit dem PKW kannst du ja schon 50 fahren. Ja, gut, hast ja recht. Es sei denn, kommt dir so ein Riesenbus entgegen wie ich, mitten auf der Straße, ne? Ja. Worum sollte man ja eh immer etwas vorsichtiger fahren? Ein J, der fährt, der ja, ich fahre, Manni, genau. Ich fahre. Nee, gewonnen habe ich denn nicht, Alter. Den habe ich mir gekauft. Ne, dann habe ich mir im Ostblock habe ich mir den gekauft. Kollege. Also bei den Preisen heutzutage hätte ich ihn aber in Deutschland wahrscheinlich billiger machen können. Ja gut, das mag sein. Halt jetzt hier an, mir wird kurz übel. Das ist ja widerlich. Ja, die Sachen stehen tatsächlich alle... Führerschein. Ja, Führerschein, du Wichser. Du musst doch sowieso hier aussteigen. Wen interessiert denn? Boah, du... Meckert der mit mir rum, nur wegen den Schildern und Laternen da am Rand?
kann ich ja überhaupt nicht verstehen, sowas. Nee, gar nicht. Nee. Geht gar nicht, ey. Immer so rummeckern und so. Ja. Ja. Manni, du kleiner Scheißer, du kannst jetzt hier aussteigen. Hallo. Wie, da steckt noch jemand ein? Ach, wir sind noch gar nicht da. Nee, du musst noch gleich Mitte. Ja, ja, ja. Ich merke das gerade. Dann fahren wir auch nach Ferchmitte, oder? Wenn wir da hin müssen. Was meinst du? Wäre durchaus. Ist eine gute Idee, oder? Positiv, ja. Ja, ich finde auch. Ja, Oskar ist wieder am Rumquietschen. Ja. Hallo. Aber kannst du mir mal sagen, warum ich jetzt von dem bisschen Busfahren hier so müde werde? Genau. Nee, ich auch nicht. Wir haben doch noch helllichter Tag. Konzentrierst dich halt zu viel. Ja, wahrscheinlich wegen den engen Kurven und so, weißt du? Ja, ja. Ja, ja, ja. Voll konzentriert. Damit mir hier nicht noch ein Fehler hier passiert. Richtig. Ja, sehr wichtig. Wir wollen es ja vernünftig jetzt zu Ende bringen. Tatsache. Mal gucken, ob es gelingt, das restliche Stück ohne Unfall weiterzufahren. Bestimmt. Nächste Haltestelle Potsdam-Finkenweg Brauhausberg. Aha, jetzt sind wir schon wieder am Anfang. So. Jetzt habe ich keinen Nächsten mehr. Muss ich denn jetzt lang? Geradeaus. Ja, aber geradeaus ist nix. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, wieder informiert. Nein, ich kenne mich ja hier aus. Ich bin ja hier schon mal gefahren, ne? Ja, fragst du, du bist ja Busfahrer. Ja, eben. Ja. Ich wollte dich nur mal testen kurz, weißt du? Ja, ja, ja. Sagen sie dann alle. Ja, doch. Ach, guck mal hier, mit Kinderwagen. Mhm. Ja, musst du knien. Ich hatte übrigens einen Unfall. War das ein Unfall? Mhm. Cool. Ja, hatte ich ja selten auf der Karte jetzt Unfall. Ja. So, der hält nämlich auch nicht an. Oh doch, hat geklappt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. War so ein Millimeterarbeit. Ja. Richtiger Draufgänger, der Typ, ey. Ah, hier ist die Endstation. Werder geht sogar noch weiter. Okay. Ja, ja. Das geht noch ein oder zwei Dörfer weiter. So. Oh, Knickischutz. So. So, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Ah, zu früh. Überall zu früh. Naja, egal. Was soll's, ne? Ah, ja. Ist aber auch eine schöne, schöne Thumbnail-Diva-Position, finde ich. Findest du? Ja, kann man machen. Zack. Ja, gut. Na? So, ja, schön, dass du dabei warst, James. Ja. Wir sind am Ziel angekommen. Und auch an meine Zuschauer, vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart beim Zuschauen und mitärgern und so. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Omsi-Videos auch wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.